Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers mit dem mächtigen Braincore. Heute zeige ich euch den Einsatz meiner Raupe. Das hier ist die AAS-Raupe, auch Asteroidenabbauschiff genannt. Fand ich, war ein passender Name und ich mag eigentlich auch diese ganzen schönen Abkürzungen. Das Schiff wiegt 2600 Tonnen, ist also auch nicht gerade ein Leichtgewicht. Und pauschal ist das Schiff ungefähr so 150 Meter lang. Gut, der Einsatz des Schiffes ist eigentlich für den tiefen Raum ausgelegt und der Bohrer ist auch für automatische Abbauoperationen fertiggestellt worden. Leider bin ich kein großer Programmierer für die Befehlsblöcke und habe dementsprechend hier noch kein passendes Tool, das mir diese Aufgabe vereinfacht. Das Schiff selber ist komplett über einen Mann steuerbar. Man braucht also keine weiteren Passagiere oder Mitarbeiter, um das Schiff am Laufen zu kriegen. Gut, was sollte man eigentlich dabei beachten? Die meisten Fälle dieses Schiffes sehen folgendermaßen aus. Man schaltet den Bohrer an, geht dann auf volle Fahrt voraus. Nähert sich langsam den Asteroiden. Na, dreht sich der Bohrer nicht. Also geht doch. Und wenn die Leute anfangen zu bohren, da sind sie erstmal erfreut, dass es so tief reingeht. Der Bohrer verkeilt sich, dreht sich nicht. Fängt er an zu bohren. Und wir haben den Salat, das Schiff ist vorne kaputt. Ja, schade, dass es Space Engineers jetzt keine Versicherung gibt. Die könnten so einen Aufprallschaden schnell bezahlen. Das hier ist meine Fides-Klasse. Mein allererstes Bergbauschiff, was ich soweit gebaut habe. Jeder fängt mal ein bisschen unkreativ an, aber es funktioniert. So, das Schiff wiegt insgesamt 7 Tonnen. Hat eigentlich bis auf die wichtigsten Komponenten, die man braucht, nichts wirklich zu bieten. Aber wenn ich hier mit Vollgas in den Asteroiden reinfliege, dann macht das Schiff genau das, was die Raupe machen sollte. Es bohrt sich einfach in den Asteroiden rein, füllt die Tanks. Und der Bohrer hat keinerlei Schaden. Was ist jetzt eigentlich schiefgelaufen? Im Prinzip ist eigentlich nichts schiefgelaufen. Das Ganze ist genauso eingetroffen, wie man es sich, sag ich mal, in der Realität auch vorstellen kann. Im Grunde, um es einfach auszudrücken, die kleine Barke hier ist sowas wie ein, sagen wir mal, ein Einkaufswagen, mit dem ihr gegen ein Regal im Supermarkt fährt. Im Prinzip, beides schunkelt ein bisschen. Die Bohrer haben soweit normal Griff und können sich einfach in das Gestein reinbohren. Das hier hingegen, das ist sowas wie ein LKW, der mit 80 Sachen gerade gegen eine Mauer gefahren ist. Ja, sowohl vom Stein als auch vom Schiff bringen beide was ab und der Raum zwischen den beiden wird zusammengequetscht. Im Grunde habe ich jetzt mit den, ich würde mal schätzen, 2000 Tonnen an Gewicht einfach den Bohrkopf zerquetscht und dadurch ihn auch zerstört. Also ist die Devise in dem Fall, man muss langsam daran angehen. Wir befinden uns nun auf der Brücke meines Schiffes. Der Zugang der Brücke ist eigentlich recht simpel gehalten. Wir haben hier die Kontrollstation, über die wir das ganze Schiff steuern. Da das Schiff auf die Front gesehen keinerlei Fenster zulässt, habe ich jetzt nur ein Fenster auf der Steuerbord, Backbord und an der Decke vorzufinden. Falls mal jemand in Survival-Modus ohne der dritten Person-Ansicht spielen möchte, ich besitze natürlich auch hierfür ein Periskop. Das kann man auch recht schön ausfahren. Hier haben wir mal die Heckansicht des Schiffes. Die Frontansicht.
sieht das Ganze aus, wenn es ausgefahren ist. Der Einfachheit halber spiele ich jetzt auch mal in der dritten Personansicht, da ich so die Reichweite zum Asteroiden besser einschätzen kann. Das Wichtigste ist hierbei, was man machen muss, das Haupttriebwerk am Heck muss ausgeschaltet sein. Man kann sich langsam nähern und den Bohrer genau positionieren, um auch dann besser bohren zu können. Wer schon mal mit einem Bohrer versucht hat, eine Schraube in die Wand zu bohren, der weiß ganz genau, wenn der Bohrer schief sitzt, dann rutscht er auch gerne mal ab. Sobald wir uns positioniert haben, zeige ich euch gleich, wie ich mich reinfräse. Nicht wundern, das Video wird dann in 30-facher Geschwindigkeit laufen. Das Fazit. Nach ca. 20 Minuten konnte ich mich 10 Meter in das Gestein des Asteroiden reinfräsen und habe ein Bruttogewicht von knapp 100.000 Litern erreicht. Wenn man das also pauschal hochrechnet, kann ich nicht nur einen Tunnel in diesen Brocken reinbohren, der einen Durchmesser von ca. 30 Meter, würde ich mal schätzen, erreichen, sondern man kann auch so viel Asteroiden Erz abbauen, dass man damit wirklich weitere Schiffe ohne Probleme nachbauen kann. Der Bohrkopf selber ist soweit auch heil geblieben. Also dann, macht euren Flugschein für Großbauschiffe und ihr könnt dann auch mit einer Raupe gefahrlos endlos viel Ressourcen abbauen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer mächtiger Brancor.